Moin moin liebe Grillfreunde, heute bin ich auf dem Weg zum perfekten Beef Brisket und wenn ihr mich auf diesem Weg begleiten wollt, dann bleibt dran. Zeitsprung Leute, wir sind jetzt 50 Stunden zurück und wie ich die Vorbereitung mache, das seht ihr jetzt. Das ist mein Brisket. Das habe ich gestern von meinem örtlichen Schlachter hier aus der Nähe geholt, dem Matthias Hestermann. Und das werden wir jetzt mal auspacken. Ja, Freunde, um dieses geile Stück Fleisch geht's. Und zwar ist das eine Rinderbrust, die hat ungefähr 5,5 Kilo. Ich zeige euch das mal. Oh, von der anderen Seite. Also eine Rinderbrust besteht immer aus einem Flat. Das ist hier dieser untere flache Teil. Sowie einem Point. Das ist der Teil, der hier vorne drauf sitzt. Ihr seht das. Das ist getrennt mit so einer Art Fettschicht. Da bildet sich nachher dann das Kollagen raus, das verflüssigt sich und das gibt dann nochmal richtig Saft. Ich pariere bei einer Rinderbrust immer das teigige Fett weg. Das könnt ihr fühlen, wenn es härter ist. Hier ist nichts. Gucken wir mal, was wir hier noch irgendwas wegparieren müssen. Ja, hier vorne, das nehme ich nochmal so ein bisschen weg. Ansonsten, das ist weich. Da nehmen wir nichts weg. Ihr seht auch hier die Faser. Die Faser geht quasi hier lang, in die Richtung. Flat und Point unterscheiden sich auch die Fasern. Wenn die Faser vom Flat so geht, steht das Point ungefähr so in 90 Grad Winkel dazu ab von der Faser. Das ist wichtig nachher beim Aufschnitt. Oh, gucken wir noch mal hier. Ne, hier nehmen wir nichts mehr. Ah, doch, hier vorne. So eine Ecke, die steht hier raus. Die brauchen wir nicht. Seht ihr, Leute, hier geht die Faser nämlich anders. Das ist nämlich der Point hier. Der Bereich. Ne, ich hatte euch eben gezeigt, dass die Faser so geht. Und ab hier ungefähr, seht ihr diesen Muskel, läuft der Muskel so. Und hier unten quasi längs. Und dieses klasse Stück Rinderbrust, das wollen wir mal ganz anders machen, das werden wir in Buttermilch einlegen. Und dafür habe ich 1 Liter Buttermilch. Hier stoße ich mir gleich Salz und Pfeffer. Das sind 3 Esslöffel grobes Salz sowie 1,5 Esslöffel Pfeffer. Dann bin ich einmal durch meinen Kräutergarten gegangen. Da ist Knoblauchgras dran, da ist Thymian drin, Oregano, Bohnenkraut. Dann habe ich hier noch 4 Lorbeerblätter. Und dann werden wir uns jetzt eine schöne Brine anmischen. Als erstes werde ich einmal den Pfeffer stoßen. Und das gebe ich schon mal vorab in meine Schüssel. Das duftet schon mal ganz hervorragend. Als nächstes geben wir mal in die Schüssel die Lorbeerblätter mit rein. Knister ich mir so ein bisschen zusammen. Dann nehmen wir die Buttermilch. Geben das hier rein. Das Ganze werden wir jetzt einmal ordentlich aufrühren, damit sich Pfeffer und Salz schon mal gut verteilen kann. Kräuter, die legen wir jetzt nicht noch mit in die Brine, die legen wir direkt gleich in den Vakuumsack, wo das Brisket mit der Brine einvakuumiert wird. Das geben wir dann einfach dazu und verteilen das. Leute, kommt ein Duft. Also frische Kräuter, geht nichts über frische Kräuter. Die werde ich aber vorher noch mal einmal ein bisschen, das mache ich jetzt auch gleich mal, ein bisschen andrücken. So dass man ein bisschen die Aromen schon mal frei kriegt. So, ihr seht das. Das Ganze werde ich nachher noch ein bisschen auseinandernehmen und dann geht das mit rein. Jetzt kommt das schöne Stück Fleisch ins Vakuum und zwar mit der Lake aus Buttermilch sowie den Kräutern. So, eingeschweißt ist es. Ihr seht auch schön hier das Bouquet an Kräutern.
Das geht jetzt für ungefähr 50 Stunden noch in den Kühlschrank. Ich werde zwischendurch mal drehen. Wir haben auch extra 4 Schweißnähte gemacht, damit der Beutel auch hält. Und nach 50 Stunden, dann sehen wir uns wieder. Freunde, Zeitsprung. 50 Stunden war jetzt dieses Paket bei mir im Kühlschrank. Und ich sage euch eins, ich bin jetzt auch nicht zu Hause. Ich habe das noch gekühlt zu meinem Kumpel Markus mitgenommen. Und da werden wir das heute auf der Kugel machen. Und zwar als Verabschiedung für seine Kugel. Warum, werdet ihr vielleicht ein anderer Mal sehen. Aber ich glaube, dieses Stück Fleisch ist würdig, einen Abschied mit der Kugel zu nehmen, Markus, oder? Kommen die Tränen? Absolut, ja. Und das werden wir heute nochmal machen. Ich habe dieses Stück Fleisch im Kühlschrank immer mal wieder von oben nach unten gedreht. Und das packen wir jetzt mal aus. Und damit wir nicht so eine Sauerei hier haben, schneide ich das unten jetzt auf. Dann lassen wir uns das Ganze mal in die Conscious laufen. Das werden wir jetzt ein bisschen sauer machen und dann geht's weiter. So, wir haben das jetzt mal separiert. Das sind die Kräuter und ein Großteil von der Buttermilch. Werden wir uns das Stück mal ein bisschen trocken tupfen und so ein bisschen noch die Kräuter runternehmen. Da habt ihr noch gesehen, Lorbeer zum Beispiel. Ich will das jetzt auch nicht komplett trocken haben, aber so, dass wir gleich unseren Rub gut rankriegen. Da nehmen wir noch mal einen dazu, genau. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Auf der Seite noch mal einmal und dann werden wir das schon mal einrubben. So, fangen wir auch mit dieser Seite an. Das ist die Unterseite. Die andere Seite hat den Fettdeckel. Diese Seite wird nachher auch unten im Grill liegen. Dann nehme ich mir jetzt mal unseren Rub. Ja, da sind wir heute ganz puristisch. Das sind 2 Anteile Zucker und 1 Anteil Pfeffer. Und wir wollen ja im Endeffekt auch den Geschmack von der Buttermilcheinlage schmecken mit den Kräutern. So, dann werde ich das mal einrubben. Und mal hoffen, dass es reicht. Sind wir großzügig? Ja, mal gucken. Das war schon ganz schön reichlich, aber ich werde es erstmal verstreichen. So, das sieht schon ganz gut aus. Können wir noch hier vielleicht die Reste, wenn wir jetzt noch aufbrauchen. Also vielleicht nochmal für euch. Das waren jetzt 4 Esslöffel Fleur de Sel und 2 Esslöffel Pfeffer, den wir angestoßen haben. So ganze Pfefferkörner, so von der Menge. So, das sieht gut aus. Ja, und dann sehen wir uns gleich draußen am Grill. Der Grill ist jetzt vorbereitet. Wie gesagt, nehmen wir ja die Weberkugel. Und zwar, vielen Dank an meinen Freund Markus, hat er schon mal einen richtig schönen Minion-Ring gelegt. In der Mitte haben wir jetzt eine Tropfschale platziert, um ein bisschen Feuchtigkeit zu kriegen. Jetzt kommt gleich der Grillrost drauf und dann legen wir auf. Hier vorne seht ihr schon, da haben wir noch ein bisschen Buchenspäne draufgelegt. Fängt auch schon leicht an zu räuchern. Ja, wir wollen so 2, 3, 4 Stunden ein bisschen räuchern. Mal gucken, Späne haben wir genug. Das werden wir ein bisschen beobachten. Wie ihr seht, wir haben das Fleisch jetzt hier und ich werde jetzt auflegen. Die Fettseite nach oben. Das Salz hatte ungefähr jetzt eine gute Viertelstunde Zeit, mal durchzuziehen. Hier vorne haben wir den Point, hier unten das Flat. Und dann legen wir mal mit der Point-Seite zur Hitze. Ah, das passt auch gerade so. Viel größer hätte jetzt auch unser Brisket gar nicht sein dürfen. Das sieht schon mal richtig gut aus. So, das passt ein bisschen auf, dass das nicht über dem Feuer liegt. Das wollen wir nicht. Das Ganze wird sich jetzt unter der Hitze auch noch ein bisschen zusammenziehen. Die Muskelfasern ziehen sich ein bisschen zusammen. Beim Flat unten gehen die Muskelfasern so lang
und beim Point so. Das solltet ihr euch merken, das ist nachher ganz wichtig beim Aufschneiden. Aber warten wir erstmal ab, bis es soweit ist. Verkabeln mit Thermometern, das brauchen wir nicht. Es ist jetzt ungefähr 19 Uhr am Samstag. Wir packen das jetzt rauf. Nächsten Morgen werden wir mal gucken, wie weit wir sind. Ja, und dann werden wir mal eventuell nachmessen oder auch nicht. Wir merken ja, wie die Konsistenz ist. Ein Einstechthermometer ist manchmal ganz nützlich. Aber wie gesagt, man muss jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit verkabeln. Das gilt genauso für Pulled Pork, ist eigentlich unnötig. So, dann sage ich mal lieber, das zündet gleich mit dem Minion-Ring. Und dann machen wir mal den Deckel drauf. Dabei ist wichtig, dass hier vorne, oder wir machen es mal erstmal anders, da gehen wir so ein bisschen mit. Wir haben ja jetzt hier die Hitze und gehen quasi auf die gegenüberliegende Seite, machen wir das mal so, mit dem Luftauslass hier raus, sodass auch wirklich einmal rundum der Rauch sich entwickeln kann. Den Deckel werden wir mal ein bisschen mitdrehen, das passt schon. Unten werden wir auch nochmal einstellen und dann fahren wir das Ganze mal so auf roundabout 110 Grad. Wir haben jetzt 12 Uhr mittags am Sonntag. Um 21 Uhr haben wir es temperiert draufgelegt. Das sind jetzt quasi 15 Stunden. Wird mal Zeit nachzuschauen, denke ich. Und einmal das Thermometer einzustechen. Mal gucken, wo wir sind. Oh, Freunde, das sieht ja schon mal fantastisch aus, oder? Also der Grill läuft immer noch super. Also ihr seht das, wir sind gerade mal hier vorne, also die Kohle, das sind übrigens die Beach, zusammen mit Heatbeats in Kombination, einwandfrei. Ja, dann nehmen wir mal das Thermometer und dann stechen wir das mal hier ein. So, wollen wir gar nicht lange den Deckel aufhalten, dass wir gar nicht in eine falsche Temperatur kriegen. Dann machen wir den mal zu und gucken mal, was wir für eine Temperatur haben. 90 Grad. Ja, also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Bei 93 nehmen wir es runter. Essen wollen wir das dann erst ein bisschen später. Wir packen das nachher nochmal ein. Dann lassen das ein bisschen ruhen. Aber das zeige ich euch dann später. 91 Grad, also gleich fertig. Der Vorteil ist natürlich, man braucht auch gar nicht so viel Akku fürs Thermometer. Also man muss es nicht die ganze Nacht drauf haben. Tada! 95 Grad. Unser Brisket ist fertig. Das nehmen wir jetzt mal raus. Es geht wie Butter raus. Freunde, sieht das nicht fein aus? Ist nicht wirklich kleiner geworden. Das legen wir uns jetzt mal schön aufs Brettchen und packen das gleich ein. Oh, oh. So, ich habe jetzt hier noch so ein bisschen Backpapier, das schlagen wir noch mal ein. Da kommt auch noch eine zweite drauf, weil wir wollen das nicht direkt in Alufolie wickeln. Dann machen wir uns jetzt so ein kleines Paket, weil wir das Ganze noch mal so ein paar Stunden warm halten wollen, hier in der Box, weil gegessen wird erst später. So Freunde, das Päckchen des Glücks ist gepackt. Ich habe hier jetzt schon mal ein bisschen heißes Wasser reingefüllt. Und jetzt geben wir das schön in die Box rein. Und dann geht das ganze Brisket noch ein paar Stunden schlafen. Dranbleiben und nicht den Anschnitt verpassen. Jetzt haben wir das mal nach 7 Stunden aus der Wärmebox geholt. Jetzt packe ich es mal aus. Hier kommt schon mal ein Geruch rüber. Oh, Leute. Das sieht ja schon mal richtig gut aus, oder? Nehmen wir uns das mal. Oh, auch heiß ist es auf alle Fälle noch.
Und dann werden wir das mal anschneiden. Leute, ihr seht hier, verläuft das Flat und hier beginnt das Point. Und dann werde ich einmal hier einmal anschneiden. Boah, Leute, so sieht's aus. Hier kommt das Wasser raus, seht ihr das? Boah, so. Das Flat schneiden wir einmal anders an. Und zwar läuft hier die Faser so, hier machen wir mal quer durch. Freunde, guckt euch das an, wie hier das Wasser läuft. Wahnsinn, da werde ich jetzt aber probieren. Schneide ich mir hier eine schöne dünne Scheibe runter. Ach, Leute, seht ihr das? Wie sieht das aus dem Rauchring? Wie sich das auseinanderzieht? Spitzenklasse. So sieht's aus. Schöner Rauchring. Ich habe es jetzt relativ dick geschnitten, aber ihr seht, es hängt. Und ich ziehe mal ein bisschen. Geht durcheinander. Mmh. Super zart, echt geil, der Hammer. Das Point noch ein bisschen saftiger logischerweise, weil es fettreicher ist als hier das Flat. Puristisch, gewürzt nur mit Salz und Pfeffer, Hammer. Macht das unbedingt mal nach. Das ist eine geile Variante, schön in Buttermilch eingelegt, kann ich wirklich empfehlen. Nur mit Salz und Pfeffer, wirklich ideal. Wir werden das jetzt noch ein bisschen mit Brot essen, mit ein bisschen Salat und dergleichen. Richtig schön. Bauen uns quasi aus einem richtig schönen Roggenbrot ein paar Burger. Und wenn euch dieses Video dann gefallen hat zu meinem Buttermilk Beef Brisket, dann lasst bitte einen Daumen dafür da. Ein Kommentar ist auch mal gerne gesehen. Guckt mal bei Facebook und bei Instagram bei mir rein. Und gebt mir hier bitte ein Abo, falls noch nicht getan. Denkt auch bitte an die Glocke, damit ihr kein weiteres Video von mir verpasst. Und dann bin ich raus, bis zum nächsten Mittwoch. Ciao, euer Grillcoach Gerrit.